Hallo, Jasmin hier von Hase Production. Heute war ich wieder einkaufen. Ich war beim Netto, habe 23,91 Euro gezahlt. Ich muss aber dazu sagen, ich habe viele Sachen aus dem Wochenplan noch da. Den lese ich euch dann gleich vor. Ich wollte noch kurz sagen, nächste Woche kommt erst am Freitag mein Futol. Da ich am Donnerstag einen Termin habe, da habe ich einfach keine Zeit zum Einkaufen gehen. Und dann wisst ihr schon mal darüber Bescheid. Jetzt würde ich aber sagen, fangen wir mit dem Wochenplan an. Und das ist, heute gibt es mal eine schöne Linsensuppe. Morgen gibt es Schinkennudeln. Dann gibt es einmal Reis-Hackpfanne. Am Sonntag gibt es schöne Koteletten mit Wirsing und Kartoffeln. Käsespätzle mache ich. Die Spätzle schabe ich mal wieder selber. Dann gibt es einmal Bratkartoffeln mit Brathering. Und einmal gibt es Pfannkuchen, herzhaft und süß. Wundert es euch nicht über mein Halstuch, ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht wirklich deswegen auch ein bisschen blass heute. Nur, dass ihr Bescheid wisst, nichts Ernstes. Und ja, das ist unser Wochenplan. Und dann würde ich sagen, fange ich mal an zu erzählen, was ich eingekauft habe. Als erstes habe ich einen Cola-Mix wiedergeholt. Es gab heute eins und ihr seht, ich habe gleich mal ein paar Schlucke getrunken. Nach dem Bezahlen natürlich. So. Und dann fangen wir mal an. Der Kleine isst im Moment sehr gerne diese Joghurts. Aber nur die Dino-Eier. Da gibt es drei verschiedene Sorten. Aber er mag die Dino-Eier am liebsten. Und für 49 Cent. Ach ja, mein Spezi auch 49 Cent. Diese Woche ist Ferdi Fuchs das komplette Sortiment im Angebot und ich dachte, ich probiere jetzt mal diese kleinen Mini-Würstchen aus, einfach für die Lunchbox. Ich weiß nicht, ob er die mag. Ich hatte die noch nie. Schauen wir mal, ob er die mag oder nicht. Eier brauche ich. Relativ viele diese Woche. Ich habe zwar noch ein paar da, aber einmal brauche ich sie für die Käsespätzle und natürlich für die Pfannkuchen und somit nimmst du gleich noch eine Packung mit für 1,99 €. Hier habe ich gesagt, Ferdi Fuchs Sortiment ist alle Sorten für 1 Euro im Angebot diese Woche beim Netto. Für die Bratkartoffeln mit Brathering brauche ich natürlich Brathering. Die Dose für 1,59 €. Die kleine Dose reicht uns, da nur mein Mann und ich Brathering essen, der kleine mag die nicht. Für die Reishackpfanne brauchte ich Buttergemüse. 1,69 €. Dann natürlich zu den Koteletts der Wirsing. Das Kilo im Angebot für 1,19 €. Dann habe ich zwei Bananen mitgenommen. Das Kilo für 1,09 €. Ich muss dazu sagen, mehr Obst und Gemüse kommt heute nicht. Ich habe noch Äpfel da, ich habe noch Mandarinen da, ich habe noch zwei Birnen da. Bananen sind halt derzeit hoch im Kurs, deswegen sind die aus. Und Weintrauben hole ich dann erst frisch nächste Woche für die Lunchbox. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Dann ist Sauerkraut im Angebot für 39 Cent. Habe ich einfach mal mitgenommen, dass ich es im Haus habe. Hält sich auch eine ganze Weile. Ich brauche es zwar diese Woche nicht. Ist bis 5.5.24 haltbar. Bis dahin ist es auf jeden Fall gegessen. Ich dachte, wenn schon im Angebot ist, nehme ich gleich mal ein Päckchen mit. Für die Linsensuppe und für die Bratkartoffeln brauche ich Speck. Auch im Angebot für 1,89 €. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir den Bauchspeck wiederhole zum selber schnippeln. Aber ich muss sagen, die Packung für 3,99 € und der Kilopreis habe ich dann auch geschaut, war im Vergleich sehr viel teurer. Nämlich über 2 Euro und da dachte ich, nee, nehme ich gleich den geschnippelten. Ist ja eigentlich auch nichts anderes. So spare ich mir wenigstens auch noch die Arbeit. Dann wie jede Woche ein Stück Gouda für 3,49 €. Ihr wisst ja, ich wechsle Gouda und Emmentaler immer mal wieder gerne ab. Brauche ich halt auch für die Schinkennudeln, für Käsespätzle. Ja. Dann einmal Koteletts
Irgendwie blendet mein Licht heute, gell? Schauen wir mal, ob es besser ist. Naja, auch nicht wirklich. Für 4,49. Davon brauchen wir 2 Stück. Die anderen 2 werden wieder eingefroren. Für die Linsensuppe brauche ich noch Wiener. Also ich mag sie ja nicht in der Linsensuppe. Ich esse die Linsensuppe einfach so. Meine Männer mögen aber gerne Wiener mit rein. Auch im Angebot für 2,49. Haribo, alle Sorten sind auch im Angebot. Für 69 Cent, da habe ich heute mal die Pico Balla mitgenommen. Die macht man so ab und zu mal. Ich weiß nicht, was ich dieses Mal mag, weil die normalen Gummibärchen hatten sie nicht mehr. Und die Saftgoldbeeren mag er gar nicht. Und Lakritze erst recht nicht. Und einmal ein Mozzarella für 89 Cent für die Pfannkuchen herzhaft bzw. süß. Und das war's. Ja, ist nicht viel geworden, aber wie gesagt, ich habe noch etliches da. Ich habe noch Kartoffeln da und Linsen habe ich. Ein Stück Lauch habe ich noch. Kartoffeln sind noch da, deswegen Mehl. Man muss ja nicht immer so viel einkaufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über ein kostenloses Abo von euch. Am Samstag kommt mein nächstes Video. Das ist mal wieder ein Rezeptevideo. Das wurde sich von einer Zuschauerin gewünscht. Ich hoffe, es macht ihr Freude und wir hören voneinander. Hoffe ich zumindest. Also dann, ciao!